Was geht Welt, hier ist Nopi und Mann, auf diesem Kanal herrscht jetzt so lange absolutes Stillschweigen, dass man meinen könnte, ich bin Teil von Game Freak. Aber dem ist nicht so, man hört noch ein bisschen einen der Gründe, weshalb mir so lange nicht zu hören war. Und zwar erhole ich mich gerade von Krankheit. Aber hoffentlich bin ich dann nächste Woche für den Podcast zurück. Wir werden sehen, wie das wird. Aber hier und jetzt hat sich heute Game Freak ebenso wie ich endlich mal zurückgemeldet. Und zwar mit einer Pokémon Presents. Und die gehen wir doch einfach mal ganz kurz durch. Ich sag vorweg, so viel, was mich persönlich interessiert hat, war jetzt nicht unbedingt dabei. Eigentlich nur Pokémon Karmesin und Purpur. Aber das heißt nicht, dass nicht andere coole Sachen oder andere Leute das cool fanden, was da war. Die Pokémon World Championship zum Beispiel, die ist nach 3 Jahren wieder zurück. Mich persönlich tangiert das eher peripher. Aber für diejenigen, die kompetitives Pokémon feiern, die haben dieses Jahr auch ab dem zwischen dem 18. und 21. August ordentlich Grund zu feiern. Da werden nämlich kompetitiv die Pokémon-Hauptspiele, Pokémon Tekken sowie das Sammelkartenspiel gespielt. Aber jetzt 2022 auch das erste Mal Pokémon Go und Pokémon Unite. Das als weltweites Championship, das ist doch mal ein Ding. Außerdem findet am 27. August in Japan das Pokémon Go Fest statt, so wie es in diesem Jahr auch in Berlin stattgefunden hat. Und in Pokémon Go gibt es dazu einiges an Event-Festivitäten, Zusätzen, Goodies, Stuff, Zeugs. Bei Pokémon Go bin ich schon eine ganze Weile raus, darum weiß ich nicht, wie ich diese Informationen finde. Aber viele von euch sind immer noch genauso harte Pokémon Goer, wie sie es vor 3 Jahren auch noch gewesen sind. Und für euch viel Spaß beim Pokémon Go Fest. Vor allem dann, wenn ihr bis nach Japan reist dafür. Und mit dieser Pokémon Presents feiern Game Freak und die Pokémon Company auch das erstjährige Jubiläum von Pokémon Unite. Und das fand ich auch sehr cool. Das Spiel habe ich auch viel gespielt zum Release, aber ich glaube seit einem Dreivierteljahr auch kaum mehr. Und von daher weiß gar nicht, ob ich nochmal reinschauen werde jetzt in nächster Zeit, aber wenn, dann wahrscheinlich jetzt zum First Year Anniversary, denn da gibt's auch ein cooles Pikachu-Event, wo alle Pokémon Pikachu sind und weitere Kämpfer wie Mosquito sind hinzugekommen. Aber nicht nur Pokémon Unite feiert ein Jubiläum, sondern auch Pokémon Masters X oder EX, X, feiert nämlich ein 3-jähriges Jubiläum. Und spannenderweise gab es dazu keine Info, sondern nur die Info, dass es bald Info dazu geben wird. Okay, viel Spaß, danke dafür. Als nächstes wurde auch noch Pokémon Café Remix angesprochen. Ein Spiel, zu das ich meine Meinung habe, die euch auch schon mehrmals dargelegt habe. Aber über den Punkt bin ich hinaus. Jetzt wünsche ich einfach nur viel Spaß mit Mewtwo und Latias, die jetzt neu dazugekommen sind. Und demnächst wird auch Latios ins Spiel Einzug finden. Ja, viel Spaß, I guess. Aber das bringt uns dann auch endlich zu Pokémon Karmesin und Purpur. Wozu es diesmal eigentlich ziemlich viel Information sogar gab. Wir wissen jetzt endlich offiziell, wie diese Region heißt, in der wir in Generation 9 spielen werden. Und zwar Paldea. Aber ich möchte mir noch ganz kurz eine Sekunde Zeit dafür nehmen, um zu appreciaten, wie unheimlich creepy diese Kostüme kurz vor den Karmesin- und Purpur-Ankündigungen aussahen, die von den Paldea-Startern. Oh my goodness, Albtraummaterial, aber auch gleichzeitig irgendwie cute. Wir haben in diesem Trailer auch spannende Sachen sehen können, wie zum Beispiel ein regionales Felino. Das Paldea-Felino ist, keine Ahnung, sieht aus wie mit Schlamm bedeckt und umgibt sich anscheinend mit einer Giftschicht. Das ist ziemlich cool. Wir haben das neue Feature gesehen, die so eine Art kristalline Verwandlung. Terra-Kristallisierung heißt sie. Auch wieder ein recht klobiges Wort für ein Pokémon-Feature. Aber hey, Terra-Kristallisierung, das können alle Pokémon und diese Kristallisierung verstärkt Typ und Attacken der Pokémon und kann sogar den Typ des Pokémon wechseln. Teilweise. Im Detail habe ich das nicht ganz verstanden, aber anscheinend kann ein Pokémon mehrere Terra-Typen haben. Aber wie das im Detail ist, wird spannend sein herauszufinden.
Uns wurden außerdem die Namen der Coverlegis genannt, Koraidon und Miraidon. Und ich glaube, die bekommt man sogar ziemlich früh im Spiel, denn sie sind das Hauptfortbewegungsmittel, wie es aussieht. Man fährt wie aus Motorrädern auf denen, man fliegt auf denen, man schwimmt mit denen auf Wasser und lauter spannender Stuff. Ich frage mich deshalb, kriegt man Miraidon und Koraidon dann, sobald das Spiel offen wird, man halt die Welt offen erkunden kann? Das wäre sehr früh. Bin gespannt, mal sehen. Außerdem vorgestellt wurden uns die Akademien. Es gibt zwei Akademien, die Orangenakademie und die Traubenakademie. Wo im Detail jetzt der Unterschied ist, wurde nicht gesagt, außer halt in den Farben. Aber anscheinend werden beide Akademien geleitet von einem gewissen Senior Clavel. Weil er der Leiter sowohl von der Traubenakademie ist, als auch von der Orangenakademie, würde ich sagen, es hängt davon ab, welche Edition man spielt, auf welche Akademie man kommt. Man ist auf jeden Fall Student oder Studentin in dieser Akademie und anscheinend ist es der Job, den man kriegt, eine Schatzsuche durchzuführen. Was genau jetzt diese Schatzsuche ist, was man suchen wird und was es damit auf sich hat, darüber sind wir weiter im Unklaren gelassen, aber wir wissen, dass das eine von drei Story Arcs ist. Anscheinend sind diese beiden anderen Story-Arcs zum einen die typische Arena-Jagd. Wieder gibt es 8 Arenen, die man erobern möchte. Und dann noch einen Story-Arc, der vollkommen jetzt unter den Tisch gefallen ist. Der wurde uns nicht gesagt. Keine Ahnung, was das Ziel des Spiels ist, aber wir werden es sehen. Uns wurden außerdem auch ein paar Charaktere vorgestellt. Zum Beispiel ein Arena-Leiter namens Grusha. Und hier ist so ein Ding ganz spannend. Ich dachte, ohne Spaß, ich war fast überzeugt davon, als ich Grusha gesehen habe, dass es sich um eine Arenaleiterin handelt. Aber es ist ein Arenaleiter mit dem, was ja klassischerweise wie eine Arenaleiterin aussehen würde, wie ich mal sagen würde. Und da ist spannend, dass das Pokémon wirklich aufs Pedal drückt, was ja, Gender Fluidity angeht. Und da ist mir direkt in das Video von Valentina ins Gedächtnis gekommen. Ich verlinke das unter dem Video, beziehungsweise in den Shownotes. Das ist ganz spannend, was die 9. Generation Pokémon, was das angeht, auf den Tisch bringt. Andere Charaktere sind Nemila, die wurde uns schon vorgestellt, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir den Namen schon kannten. Also ich persönlich auf jeden Fall nicht. Jetzt weiß ich, die gute Dame heißt Nemila. Wir haben einen Mitschüler namens Pepper, eine Mitschülerin namens Cosima, da gibt es einen Lehrer namens Senior Jim. Und das sind, glaube ich, erstmal alle, die uns namentlich vorgestellt wurden. Außerdem wurden uns noch ein paar neue Pokémon vorgestellt und wie wir das kennen, können wir die auf der Homepage auch weiter einsehen, um Details zu denen einzusehen. Ich persönlich finde einfach nur dieses flauschige Flauschevieh erstmal richtig sympathisch, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird mein Arena-Buddy. Den nehme ich, glaube ich, in jeder Arena. Zu guter Letzt noch der Mehrspielermodus und die Raids, denn die Raids sind auch diesmal wieder zurück und wieder sind es 4 Spielcharaktere gegen ein Raid-Pokémon. Diesmal ist aber allerdings irgendwie eine Neuerung in der Raid-Formel eingegangen. Es ist jetzt nicht mehr strikt rundenbasiert, sondern man kann im eigenen Timing, haben sie gesagt, gegen diese Raid-Pokémon kämpfen. Ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Das vielleicht so ein bisschen Hisui-Flair hat, wo quasi alles weiter passiert, während man selber entspannt da sitzt und ganz in Ruhe die Pokémon-Attacken durchgeht oder wie auch immer. Ich bin gespannt. Ich find's cool. Man kann bis zu 4 herumlaufen. Das wurde schon länger gemutmaßt anhand des Footages, das man gesehen hat und das jetzt auch bestätigt. Also es ist jetzt nicht MMO-mäßig, wie ich anfangs fast gedacht und gefürchtet hatte, sondern es sind also bis zu 3 Freunde, mit denen man zusammen durch die Gegend ziehen kann, also bis zu 4 Leute insgesamt. Und nicht so, wie wir es von der Naturzone kennen, irgendwie wild irgendwie 100 Leute auf der Map, die ziellos durch die Gegend zischen. Gut, das war aber auch schon alles bisher. Ich bin gespannt, was noch bei rumkommt. Was diesen Kanal angeht, ich habe noch 3 Videos in der Pipeline, die ich vor Veröffentlichung von Splatoon 3 rausbringen möchte. Ich hoffe, das klappt. Außerdem gibt es zumindest planmäßig jede Woche eine Podcast-Episode auf gameshappen.de beziehungsweise dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Das ist Games Happen.
Momentan struggle ich noch ein bisschen, wie man hört, mit der Krankheit. Darum gibt es diese Woche auch keine neu aufgenommene Podcast-Episode, abgesehen von dem hier vielleicht. Stattdessen gibt es aber einen Klassiker dieses YouTube-Kanals hier als Podcast-Version. Genauso wie wir es auch schon ein paar Mal gehört haben zu anderen Themen. So, jetzt aber, keine Ahnung, ich gehe wieder schlafen, es ist zu heiß. Ciao!